Hallo und herzlich willkommen zurück bei Far Cry 3. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So, wir sind in Hoyts Gebiet. Sprich mit Sam, Ass im Ärmel. Wir gehen jetzt erstmal, denke ich, Poker spielen. Aber ich gucke mal hier geschwind. Hier ist ein bisschen Material. Ja, schön, schön. So. Ja. Bevor es schlecht wird, das Geld, ne? Nehmen wir es mit. So, lass mal kurz gucken. Hier wurde doch gerade eine, okay. Da wird doch einer gequält. So, 50 Meter. Hey, werd nicht übermütig. Bring mich auf 100 Meter in Sichtweite. Erledigt. Eine Kugel ist eine Kugel. Das sind nur bewaffnete Bauern. Na, Sam hier? Da ist er. Hi, grüße dich. Okay, mein Freund. Bist du bereit dafür? Oder brauchst du mehr Zeit? Wenn wir das erstmal anfangen, führt kein Weg zurück. Oh. Der Zugang zur Insel, zu Aufgaben und Aktivitäten wirst ab diesem Punkt eingeschränkt. Du kannst damit weitermachen, nachdem deine Reise beendet ist. Fortfahren. Huch! Was ist denn nun los? Sind wir schon so kurz wie oder so gut wie am Ende? Okay. Let's fetz. Ich habe ein Messer in meinem Stiefel. Du musst ihn ablenken, wenn ich geben sage. Okay, verstanden. Ja! Willkommen, Jungs! Kommt rein, kommt rein! Setzt euch doch! Southcat Hold'em okay für euch? Ja? Kann ich euch was anbieten? Etwas zu essen? Eine Nuss vielleicht? Nein. Nein. Lass uns spielen. Poker. Entschuldigung. Frag einen Penner auf der Straße und er sagt dir, es ist ein Glücksspiel. Oder? Frag Sammy und er sagt, es geht ums Bluffen. Stimmt's, Sam? Ja. Ja. Aber stimmt doch, oder? Es geht darum zu spielen, bis die Bank gewinnt. Ich erhöhe. Call. Okay, Gesamtgewinn zeigen, Lift, Hilfe. Wir müssen erstmal, ich möchte das mal ansehen. Okay, was haben wir da? Wir callen auf. Enter. Erstmal langsam anfangen, ne? Wir müssen erstmal reinkommen. 10 und ein Bubenhammer. So. Sieht schon mal gut aus. Machen wir das Ganze spannender. Geh mit. Ich gehe mit. So, es legt ja eine weg und dann kommt wieder eine drauf, oder? Ja. Ich werde mal checken. Ich gehe mal nach oben. Warte mal, wie war das mit dem Geld nach oben gehen? Da. Anheben, umziehen. Ich erhöhe. Ich calle. Ich gehe mit. Ja. Check. Leute verunsichern, ich möchte checken. Checken ist... Check. Ich check mal. Ich werde erhöhen. Ich calle. 140, call. Call. Oh. Was haben wir? Sam! Sorry. Hausregeln. Sieh dir das an. Wir haben dieselben Karten. So, erhöhen wir mal die Einsätze, oder? Foster? Jason Brody? Wie auch immer du heißt, ich hab's vergessen. Für wie dumm hältst du mich denn? Wir spielen weiter. Ach du Scheiße. Chile sitzt links, oder? Diese Runde setzt er aus. Also, ich beobachtete dein Treffen mit Riley. Hab sogar ein bisschen geweint.
passiert mir nur selten. Und ich gebe zu, ich habe dich unterschätzt. Folterst den eigenen Bruder und zerstörst meine halbe Organisation. Leben setzen. Fuck. Haben wir eine Straße? Ja. Aber die Kugel fällt, wohin sie will, hm? Ich vergebe dir. Also, nenn deinen Preis. Jeder hat einen. Hm? Ihr seid Marionetten und wir ziehen die Fäden. Das System ist gemacht, um so zu funktionieren. Scheiß aufs System. Ja, ich muss Leben setzen, oder? Kann ich mir die Karte angucken? Ein paar, ja. Das ist... Ach, da stand sogar. Hätte gucken können. Nicht gut. Weißt du was, Jason? Ich gehe es langsam mit dir an. Du bist ein Familienmensch. Einen Finger für jede Niederlage. Boah, wisch es aber vorher ab, gell? Ich glaube, ich beginne mit dem Ringfinger. Ja, Kruzifix, warum eigentlich immer auf die Finger? Ach, Jason, nun werden wir nie heiraten. Wir hätten Partner sein können. Jeder Mord hätte dir viel Geld eingebracht. Fick dich! Das macht mir keinen Spaß. Wirklich nicht. Ich brauche keine 10 Finger für ein Messer. Ich mach das schon seit vor deiner Geburt, Junge. Komm doch her, alter Sack! War zu langsam mit dem Drücken, Z-Fix. Ich hasse Quicktime-Events. Das war in Resident Evil 4 Original schon doof. Ach, Jason. Nun werden wir nie heiraten. Wir hätten Partner sein können. Ja, ich weiß. Jeder Mord hätte dir viel Geld eingebracht. Fick dich! Das macht mir keinen Spaß. Wirklich nicht. Ich brauche keine 10 Finger für ein Messer. Ich mach das schon seit vor deiner Geburt, Junge. Komm doch her, alter Sack! Oh Gott, ich bin wirklich schwer enttäuscht von dir, Jason. Du hast gar nicht nach deinem Bruder gefragt, Riley. Wo ist er? Keine Sorge. Ich hab ihn an jemand ganz Besonderen verkauft im Jemen. Er mag sie jung. Ich werde dich töten. Ich habe mächtige Freunde, die dich jagen werden. Sie werden von dir keine Spur mehr finden. Du gewinnst nicht. Ich halte alle Trümpfe. Warum hast du dann Angst? Dein Bruder ist auf dem Flugfeld. Den Flug willst du nicht verpassen. Er wird Verspätung haben.
zum Flugfeld. Sofort! Mein lieber Olli, du. Oh, 12 Minuten. Ja, fuck. Jetzt kommt da so ein Arsch mit Ohren und Flammenwerfer. Stirb. Wenn es mal schnell gehen soll, gell? Hm. Aber der Kampf war gut gemacht. Auch mit diesen Quicktime-Events. Riley, ich muss zum Flugfeld. Sofort! Kann ich auch oben rum? Nein. Doch, du wirst sterben. So, wo muss ich hin? Karte. Karte, Karte, Karte. Hä? Wo bin ich denn jetzt? Bin ich denn? Wo muss ich? Oh, keine Schnellreisen. Sehr gut. Okay, ich brauche ein Fahrzeug. Ich muss hier raus. So, ab. Autsch. Jetzt kommen die noch mit Mörser. Schaffen wir. Hallo? Wo bist du? Sie bringen sie alle weg. Ich weiß nicht wohin. Wir brauchen dich. Was? Ich kann dich nicht hören. Bitte hier, so schnell du kannst. So ein Scheiß! Da ist es ja schon. Sei da, Riley. Scheiße. Das brauche ich jetzt echt nicht. Nee, das brauchen wir echt nicht. Hau ab. Ja, Kacke. Halt. No!
Oh oh. Alter. Probelt er sich das ganze Zeug daraus. Hey, wo ist Riley Brody? Wo ist der? Ich brauche Munition. So, wo ist er? Da oben oder unten? Hey! Oh, Gott sei Dank! Ich bin da! Gott sei Dank! Ich hab's schon nicht mehr geglaubt! Wir müssen hier verschwinden! Okay. Mir nach! Ich dachte, ich würde dich nie wiedersehen! Oh, 7 Schuss. Ist nicht gut. Scheiße, fuck! Kannst du ein Heli fliegen? Nein! Du hast doch einen Flugschein! Ja, aber für Flugzeuge! Ja, dann musst du schnell lernen! Was? Oh, Scheiße! Haben wir eine Bordkanone? Ja, Bordkanone ist vorhanden. Alter, Raketenwerfer. Nee. Bin ich hier bei Apokalypse Now oder was? Voll geil. Feuer, Schlachtschiff hab ich versenkt!
gar nichts. Ich glaube, ich das alles in die Luft jage hier. Oh. Mega gut. Scheiße! Oh, 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 der Heli, der Heli, der Heli. Ich sehe halt nur nichts von lauter Rauch, gell, wo die ganzen Typen stehen. Echt mies. Trucks auf der Brücke! Oh Mann. Schönes Lied. Ach du Scheiße! Auf den Helis! Sie haben Helis! Du machst Krieg nach Hause, Schweinehund! Weiter in diese Richtung! Die anderen warten auf uns! Okay, alles klar, ich kann das! Ja, ja, okay. Oh, oh, das ist so cool! Gegen die Wand weg. Ja, Hammer. Starke Musik. Ach du, oh nein. Warte hier! Was ist passiert? Lisa! Daisy! Oliver! Scheiße! Dr. E! Reinhardt! Wo sind sie? Wo sind meine Freunde? Ich konnte die Krieger nicht aufhalten. Es tut mir leid. Sie brachten ihre Freunde zum Ich muss sofort zum Tempel. Riley, wir müssen los, jetzt! Wir sind da. Oh, schwere Entscheidungen. Wo sind denn alle verflucht? Citra,
Was hast du mit meinen Freunden gemacht? Wie schön, dass du siegreich zurückkehrst. Hey! Wo bringen sie ihn hin? Ich helfe dir. Sieh dich an. Groß, stark, mächtig. Warum wieder das sein, was du einst warst? Lass dich leben mit dieser Last. Der Pfad reinigte dich, doch die Läuterung ist nicht vollendet. Das ist falsch. Tu das nicht. Ich liebe dich, Jason. Aber du lässt mich dir nicht all meine Liebe geben. Ich weiß, wie schwer es sein muss. Es verletzt mich, deinen Schmerz zu sehen. Citra. Ich will dir nur helfen. Dich dafür lieben, wer du bist. Den Mann anbeten, der du geworden bist. Es wird alles bald vorbei sein. Ich bringe dich auf das Podium. Und dort wirst du von deiner Vergangenheit befreit. Und dann gehöre ich dir. Folge dem Pfad des Kriegers. Sie bringen sie nicht wieder zurück. Lisa? Ein großer Tiger! Was hast du sicher in den Rücken geschossen? Mächtiger Krieger, du bekommst das letzte Tatar. Sie fallen alle vor dir auf die Knie. Du bist bis an die Zähne bewaffnet und voller merkwürdiger Tattoos. Du glaubst, du bist ein Krieger wegen all diesen Tattoos auf deinem Arm? Ich nehme sie dir, Jason. Okay, der hatte mich. Ich bin dein. Okay, der hat mich gehabt. Diese Insel gehört. Du lebst in einer Fantasiewelt. Ich werde das alles außer dir. Vollende den Pfad, sonst wird all dein Fortschritt, dein Tatao, alles, was du auf dieser Insel getan hast, verschwinden. Du bist bereit, Krieger. Hier ist deine Klinge. Ich werde bei meinen Freunden bleiben. Die Beziehung hat einen Knacks, ganz klar, aber wir haben sie gerettet. So. Warum musst du gehen? Du wirst kein Krieger mehr sein, kein Held. Deine Freunde werden gehen, Kinder bekommen und langweilige Leben leben. Bleib hier. Der Dschungel wird immer für dich da sein. Und du wirst immer König sein. Sind sie tot, musst du nie wieder fort von hier. Die Gewalt ist vorbei. Ich bin fertig. Kein Blut mehr. Jason, sieh mich an. Bleib bei mir. Du brauchst keinen von denen. Du bist auch alleine mächtig. Jason, ich liebe dich. Jason, was ist los mit dir? Citra hat mich erlöst. Uns alle erlöst.
Und du willst ihre Liebe nicht... Verlass mich nicht. Verzeih mir. Tja, Dennis, lebe damit. Was habe ich getan? Was habe ich getan? Citra, bitte! Verlass mich nicht, bitte! Citra, es tut mir leid! Citra, bitte, verlass mich noch zurück. Ich bin ein Monster. Ich spüre die Wut in mir. Aber irgendwo in mir drin bin ich mehr als das. Besser als das. Far Cry 3. In Memory of Jens Jungmark. Namensvetter Jens, jawohl. Ne, das, meine Damen und Herren, war Far Cry 3. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Was halte ich von dem Spiel? Einer der besten Teile, gell? Ich müsste mal ein Ranking-Video machen, was meine besten, oder meine Lieblings-Far Cry-Titel sind. Mal so ein 5er-Ranking, weil, das, wie heißt das? Primal? Far Cry Primal oder Primeval, habe ich nicht gespielt, weil das Setting hat mich nicht interessiert und die Zeit. Genau, aber so von 1, 2 bis 6 auf jeden Fall habe ich es gespielt und ich finde den dritten mit Abstand einen der zwei besten Teile. Dann sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich mache mal hier kurz Abbruch von den Credits wegen der Musik. Spiel beenden. Zur Insel zurückkehren und Erkundungen fortsetzen. Okay, wir sind wieder zurück. Jetzt könnte man noch den ganzen Rest machen. Obwohl die Insel ist befreit, ne? Da gibt es keine Außenposten. Doch, hier unten. Genau, die Außenposten könnte man jetzt noch alle machen. Hier gerade in dem Bereich. Ja, aber ganz ehrlich, das schenke ich uns jetzt. Ja, wir haben auch nicht alle, wir haben keine Kopfgeldjäger-Mission gemacht. Das wollte ich eigentlich auch machen, so wie ein Jagdrevier wollte ich mal besuchen. Leider nicht gemacht. Weiß ich aber, dass das auch sehr interessant werden kann. Genauso wie hier diese Prüfung der Rakyat. Und, aber Far Cry 3 mit Abstand einer der besten Teile auf jeden Fall und einer der charismatischsten und übertrieben geil geschriebenen, Bösewichte war es Montenegro. Ja, und seine Schwester hat auch nicht alle beisammen, die Citra, hat man ja gesehen. Genau, und mega gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr mich in einem der weiteren Let's Plays weiterhin begleiten würdet. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über eine kleine Bewertung freuen oder über ein Abo. Bis zum nächsten Mal. Ciao, macht's gut.